So, nochmal ein kleine Detail zum Auto. Wie gesagt, der Spoiler Carbon, um einiges leichter wie der originale Spoiler. Und ich weiß jetzt nicht wie viel, das werde ich dann alles mal nachwiegen, aber wird schon einiges sein. Dann, was nur die Type RA haben, den Wasserbehältertank für einen Ladeluftkühler. Soll 15% bringen an Leistung, je nachdem wie warm es halt ist. Ne? Das dazu. Geh schon mal scheiße zu. So. Dann noch die BBS Müdefelgen. Die sind wirklich leicht. Da wiegt eine Felge um die 5 Kilo. Glaube ich. Ich weiß es einfach nicht. Ja, Innenausstattung halt, ne? Das ist Vollausstattung. Nix. Das ist sehr gut. Keine elektrischen Fensterheber, kein Airbag, keine Klimaanlage, kein Radio. Na, er wird gestorben wie ein Mann. Ich lade schon. Aktuelle Batterie, weil ich am Lager gewesen. Und ja, das zum Motor, Schmiedekolben, Haarschaftbolz. Alles original. Die Domstrebe, die hast du vom Vorgänger, ist hier nachgerüstet worden. Ja, kann man gebrauchen. Wo haben wir Batterie? 12 Volt, ziemlich leer. Schade. Na gut, so ist es halt, ne? Ja, das zum Auto. Vorne der Träger ist auch raus, wiegt 13 Kilo. Deshalb um einiges leichter. Motorhaube, Aluminium, Kotflügel, Aluminium, Titan aus Puff ist auch dran. Das haben nur die Spec C Modelle, das ist praktisch die Klimaanlage, ziemlich einfach. Makrolonscheiben hinten drin. Ja, gutes Auto, wird auf alle Fälle eine richtig geile Saison werden. Ich freue mich drauf.